Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid, Freunde. Herzlich willkommen aus dem wunderschönen Abu Dhabi. Ich habe einfach kurzfristig beschlossen, da morgen das große UFC 280-Event hier ist, wo Islam Makhachev gegen Charles Oliveira unter anderem kämpfen oder Piotr Jan gegen Sugar Sean O'Malley und noch viele andere krasse Kämpfe, habe ich einfach beschlossen, ich packe meinen Kameramann ein und fliege mit ihm gemeinsam hier rüber und drehe ein paar geile Vlogs für euch. Heute starten wir mit Vlog Nummer 1. Wir gehen jetzt erstmal ganz kurz was einkaufen, ab ins Apartment, frühstücken. Ich zeige euch das Apartment und danach geht es direkt auf Yas Island, wo das Event stattfindet, denn wir schauen uns heute das öffentliche Einwiegen der Fighter an. Ab geht's. Alle Mann an Deck! Segel setzen! Auf ihr Landeier! I'm great, how are you? Hey, you're black. Erstmal kurzes Fitnesstraining hier. Haja! Haja! Nackentraining. 1, 2, 3. Ey, mein Schädel brennt. Wisst ihr noch, was ich gesagt habe? Ey, ich krieg keinen Sonnenbrand und ich krieg auch keinen Sonnenstich. Wisst ihr warum? Weil, ich erkläre es euch nochmal, das ist einfach eine mathematische Formel. Pass auf, da oben ist die Sonne. Genau. Sonne klatscht mir auf den Kopf, die Glatze frisch rasiert, reflektiert das Licht zurück auf die Sonne. Die Sonne bekommt Sonnenstich von meiner Glatze. Mathematisch, wissenschaftlich bewiesen. Relativitätstheorie oder sowas. Please touch, sage ich auch immer. You touch my tralala. Jetzt fahren wir erstmal hoch, 22. Stock, und ich zeige euch unser Apartment. Tada! Junge, schau mal, wie ich schwitze. Oh. Home sweet home. Herzlich willkommen in unserer Bude hier für die nächsten 5 Tage. Also, wir haben uns so ein Apartment geholt, so eine Wohnung. Ich wollte kein reines Hotelzimmer, weil Mr. Cameraman schnarcht wie einfach eine. Das hört sich an, als würde ein Elefant neben mir schlafen. Das muss man sich die ganze Nacht anhören, wenn man neben dem Penner schläft. Deswegen habe ich gesagt, wir holen uns 2 verschiedene Zimmer. Also jedenfalls, erstmal hier Wohnzimmer. Hier hin chill ich mich dann wahrscheinlich am Sonntag hin und mache eine kurze Reaktionsvideo für euch auf die Kämpfe bei der UFC. Hier haben wir unseren Balkoni. Fresh Macaroni, 22. Stock, geile Aussicht. Ab geht's, weiter geht's. Dann geht's hier weiter in meine Zimmer. Geiles Zimmer. Geile Aussicht, Junge. Schau mal. Du schläfst hier, ne? Dann wach ich auf, steh ich so da, komplett nackt am Fenster. Weiter geht's. Und hier ist die Höhle vom Kameramann. Eigentlich wollte ich ihm die Abstellkammer geben, aber ich hatte dann am Ende ein bisschen Mitleid. Coconut Trinko. Erstmal a Peanut Butter habe ich mir geholt. Ein bisschen Sonnencreme für die Glatze. Hier haben wir a Bottle of Water. Ja, schmeckt nach Karotte. Noch mehr Bottles of Water. Bevor wir jetzt loslegen, klatschen wir noch meine tägliche Dosis Vitamine und Kreatin rein. Ihr wisst sowieso, Kreatin, mein Lieblingssupplement überhaupt, neben Marker und Citrullin. Kreatin gibt euch mehr Power und mehr Leistungsfähigkeit. Es ist nicht nur was für Sportler, sondern auch wenn ihr einen harten, anstrengenden Alltag habt. Beispielsweise ihr arbeitet auf Baustelle oder Fliesenleger oder irgendwas körperlich Anstrengendes, solltet ihr auch täglich Kreatin zu euch nehmen. Damit hat euer Gehirn, euer Herz und euer Körper allgemein mehr Leistung. Erstmal ein dickes Danke für euren Support und den Einkauf über meinen Rabattcode bei ZEKPLUS, denn diese Einkäufe von euch ermöglichen es mir auf jeden Fall, so einen Trip hier zu finanzieren und diese Videos hier zu drehen. Falls ihr irgendwas braucht von ZEKPLUS, besorgt euch das mit dem Rabattcode RING10. Damit spart ihr nochmal 10% und könnt solche Projekte unterstützen. Danke. Also wir fahren jetzt nochmal zu dieser Etihad Arena. Da sind auch morgen die Kämpfe. Heute ist da aber schon die Weigh-In-Show. Ich glaube, die wussten, dass ich herkomme, oder? Sieht fast genauso aus. Hätte ich eine Taucherbrille an, würde das genauso ausschauen. Alles gut? Wir sind in Abu Dhabi und wir treffen Zuschauer einfach. Was geht? Alles gut? Es ist schon heftig hier zu sein, oder? Ganz, ganz anderes Feeling einfach, weißt du, weil Ding. Sonst bist du immer zu Hause, schaust das ganze Zeug immer von zu Hause an und jetzt bist du halt hier vor Ort. So Jungs, es gab leider ein Problem. Ich musste meinen Kameramann gerade draußen lassen, weil wir wussten eine Sache nicht, und zwar darf man gar nicht hier mit professionellen Kameras reingehen. Deswegen filme ich jetzt einfach mit meinem Handy weiter. Ich versuche euch die besten Aufnahmen so gut wie möglich mit dem Handy zu machen. Mein Kameramann ist jetzt nebenbei irgendwo und versucht die Kameras zu verstauen, um dann zu uns dazu zu kommen. What's going on, Abu Dhabi? Great to be back here. President Dana White's in the building. Versus Sugar Sean O'Malley. 135.5. Official weight 136. Every morning I wake up, I still feel like that belt's mine.
Absolut krasses Gefühl hier zu sein, wirklich. Das Ganze mal ein bisschen live zu erleben, aus nächster Nähe. Ich kann das gerade noch gar nicht richtig in Worte fassen. Ich bin echt gespannt auf das Event morgen. Hast die Weigh-ins verpasst. Ich habe trotzdem versucht, alles mit Handy und so zu filmen, um euch ein bisschen mitzunehmen. Aber war ein geiles Gefühl. So, wir haben noch ein paar Jungs getroffen. Mithat, was geht? Arthur, was geht? Die Jungs kennt ihr noch von so einem älteren Sparringsvideo. Sag mal kurz in die Kamera, wo ihr gerade gesessen habt und was ihr alles gemacht habt. Ja, Stare Down, Leon Edwards, neben Dana White, paar Businessgespräche geführt. Boah, die kleinen Ratten haben sich einfach irgendwo vorne hingedrängelt. Ich schwöre dir, der ist der Schlimmste. Der läuft irgendwo hin, tut so, als wäre er Mitarbeiter oder irgendwas, ne? Und macht auf einmal Fotos mit Hasbulla und Dana White und so. Ja, was machen wir jetzt? Gehen kurz in die Mall oder so, was zum Trinken und zum Essen holen. Ja, was sind denn eure Prognose für die Kämpfe morgen? Ich sag, Charles Oliveira gewinnt. Islam Finish. Charles, zweite Runde K.O. Machen wir, komm. Kein Problem. Machen wir, komm. Pass auf, wir haben es jetzt so gemacht. Wir haben eine Prognose für den Hauptkampf gegeben. Der Typ, der sich bei der Prognose geirrt hat, muss sich dann selber ein Ei über den Kopf klatschen. Ein rohes Ei. Soll ich dir ein Ei geben oder euch beiden doppelt? Wir möchten zu dieser Mall gehen, aber wir kriegen kein Taxi gerade. Ja, 30. Leute, schaut mal, sauber geschlagen hier. Edmund wieder mit der vollen Keule. Amtierender Boxautomaten-Weltmeister. Aber der hat schon öfter gespielt, ich schwör's dir. Ich hab noch nie UFC gespielt. Ich hätte mir nie die Playstation gekauft. Lüge. Sag nur, bless. Kennst du, Alter? Der macht so viel Glück, der Typ. Nicht weg, Alter. Edmund, bitte. Was war das? Was hast du gemacht? Ich hab ihn ausgenockt, du hast es nicht aufgenommen. Was sagst du dazu? Keine Gegner hier. Yo, Tag 1 in Abu Dhabi, UFC 280 ist vorbei. Wir haben uns heute die Waage gegeben. Richtig geiles Erlebnis gewesen, die Fight auch mal ein bisschen so näher zu sehen. Ja, wir gehen jetzt erstmal ins Hotel, schneiden das Video, damit ihr das morgen pünktlich zu sehen bekommt. Und weil ich ja weiß, dass ihr nie genug von mir bekommt, checkt auf jeden Fall auch dieses Video. Das könnte euch auch gefallen. Und wir sehen uns schon am nächsten Tag im neuen Video. Bis dann, Freunde. Ciao.